fast 3000 G an einem Tag. Und nur noch ein Tag, zwei Tage. Zwei Tage noch, dann ist der Sommer vorbei. Oh. Oh, offensichtlich haben wir aber volle Energie. So, einmal den Post, die Post vom Arzt lesen. Slap, someone dropped you off at the clinic last night. You passed out from exhaustion. You've got to take better care of yourself and go to bed at a reasonable hour. 249, boah, was? 250 G, aber beim letzten Mal hat es nur 5 G gekostet. Achso, mein Inventar ist noch voll. Erstmal verkaufen wir ein paar Sachen. Naja, wow, wir wurden auch von zwei sehr netten Leuten gehostet. Von daher, der Lodin und die Sally haben uns ja auch ganz schön viele Leute hier rüber geschickt. Habe ich irgendwas? Ach ja, das auf jeden Fall. Sonst nichts, ne? Ich meine, die Batwings, die kann ich wegbringen. Ich weiß noch nicht. Stand da nicht was von. Da können wir ja gleich nachgucken. Moment. Pantry ist Greenhouse. Da ist irgendwas Neues auf. Genau, das hier. Ah, ne, das. Ne, nicht Fischtank. Boiler Room. So. Der Boiler Room. Adventurers Bundle. 10. 10 Batwings müssten wir und. Ne? Das heißt aber trotzdem, dass wir am besten. Wie viel Holz habe ich hier noch? 156. Pass auf. Dann gib mir das mal. Und dann craften wir uns jetzt mal ein paar mehr Kisten. 2. Oh, die sticken nicht. Natürlich. Ich hole mir euch gleich. Ja. Ich denke, wir werden ein paar mehr Kisten hier hinpacken müssen. Eine dahin. Und eine dahin. So. Eine für Loot, eine für Erzeugnisse, hätte ich jetzt gesagt. Denn sowas hier würde ich mir gerne aufsparen. Pass auf, wir trennen das so auf. Sachen, die ich in der Höhle finde, kommen hier rein. Naja, bei Steinen ist es schwierig. Aber alles, was ich wirklich nur in der Höhle finden kann, das tun wir jetzt erstmal hier rein. Und Erze auch. Ja, Erze auch. Und Steine auch. Und cool. Solche Geschichten. Genau. Die müssen wir gleich wegbringen, aber jetzt erstmal so. Genau. Das hier ist die Kiste für Crafting und Tools. Das heißt, das kann weg, das kann weg. Nee, das ist Crafting. Mist. Das und das. Genau. Wird mal Zeit, hier ein bisschen Ordnung zu machen. Die waren auch woanders. Genau. Sonst sehe ich jetzt auf die Schnelle nur noch die hier. Die in. Nein, diese Kiste gehören. So. So, und das und das und das. Ja? Und in die Kiste packen wir immer ein von jeder Art von Erzeugnissen von unserer Farm. Das heißt, wenn mal eine Quest jetzt reinkommt, die Chilischoten Bedarf. Haben wir die noch? Knee Therapy. Hot Pepper. Dann können wir die aus der Kiste holen, weil ich mir die dann auf jeden Fall aufgespart habe. Hm? Macht Sinn, ne? Genau. 4 bis 5 Jahre, ja. Ich herz dich auch, Sally. Und nicht alles als DLC oder Patch zu fixen. Achso, Moment. Also 3 Jahre, okay. Programmierer mehr Zeit lassen sollen, ein fertiges Spiel rausbringen. Du, das macht Nintendo ja eigentlich immer, ne? Ich meine, jetzt fangen sie auch so langsam an mit den Day One Patches, aber das sind dann nur so Kleinigkeiten. Aber wenn du jetzt das mal, dir mal anguckst.
Was meintet ihr, die goldenen sollen wir uns auf jeden Fall lassen? Warum? Weil die bringen uns eigentlich am meisten Geld. So. Ich lasse mir hier mal zwei erstmal. Den Rest bringe ich in die Kiste. Sonst habe ich alles gelootet, ne? Ja. Genau. Euch weg. Vom Hopfen müssen wir uns auch eine lassen. Buckmeat kann weg. Und Hot Pepper. Und die Mayo. So sieht's aus. So. Das hier ist unsere Verkaufskiste übrigens. Da also müssen wir nicht zum Laden laufen, um das zu verkaufen, sondern alles, was wir da reinschmeißen, wird nachts abgeholt vom Bürgermeister und der verteilt es dann auf die jeweiligen Läden. Und wir verlieren auch kein Geld dadurch oder so. Das ist sehr praktisch. Nee, falsch. Dahin. Ist seit 2 Tagen auf Steam erhältlich und hat dort zum Verkauf. Ja, genau. Naja, 99 positive überhaupt, das heißt am Anfang nichts. Also alle Spiele, die sich von selbst sozusagen hypen, das war bei Undertale auch so und jetzt ist es glaube ich noch nicht mal in den Top 10. Das wird sich auch wieder ändern, ne? Da wird auch weiterhin Portal an Platz 1 stehen. Aha, okay. Ich hab ein Messer. Hast du mal ein Messer sehen? Okay, aber das Messer, naja. Das Problem ist, mehr Crit-Power ist zwar cool, aber ich habe lieber die Reichweite und den Bogen, in dem ich schlage. Von daher. So, das einmal. Und ich hatte hier noch Seeds, ne? Ich glaube, die packe ich hier auch mal raus. Genau, und das und euch. Carrots. Cookies. Als Essbare auch. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Okay. Und das packen wir auch mal hier rein. Genau. So. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Ordnung. Jetzt habe ich die noch gar nicht rausgelassen. Kommt, Hühnchen. Gebt mir eure Eier. Nur 3 Eier? Oder versteckt hier gerade nur eins? Warum haben wir nur 3 Eier? Oh, wir haben kein Heu mehr. Das ist schlecht. Warum haben die nur 3 Eier gelegt? Geh doch mal weg da. Cluckington. Mir fehlt da ein Ei. Seltsam. Okay, wir brauchen... Oh, das müssen wir einmal abernten. Und wir brauchen unbedingt Heu. Ich habe kein Heu mehr. Die braten da jetzt natürlich ordentlich durch das Heu, ne? Wo kriege ich denn jetzt Heu her? Vielleicht mal nach Süden gehen. Und meine Axt kann ich auch abholen. Richtig. Richtig, richtig. Ach ja, die Festivals. Ja, ja, richtig. Du hast recht. Da hatte ich ja selbstgepflückte Beeren reingeworfen in die Suppe. Kam nicht so gut an. Aber hey. Einmal kann einem so ein Fehler ja auch unterlaufen, ne? Gibt's hier vielleicht hohes Gras? Das sieht mir eher wie ein... Nee. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, das muss ich dann auf so brauner Erde... tatsächlich pflanzen. Ich glaube, wir brauchen Grass Starter. Die Sache ist nur, ob das wohl... Ah. Wir müssen eh hier hin. Ach ja, die Chilis müssen wir noch wegbringen. Stimmt. Jawohl. Her mit der Kohle. Dankeschön. Okay. Nee, hier wächst auch gar kein hohes Gras. Kann ich auch alles nicht mitnehmen. Na gut. Dann brauchen wir Grass Starter und wir müssen Chilis wegbringen. Und die Axt abholen. Dann haben wir 3 Aufgaben.
Gleich drei Aufgaben in einem. Das soll ich selber anbauen, ja genau. Aber dafür muss ich erst Grass da holen. Oh, ich habe gar kein Wasser mehr. Hallo Elliot. Naja, und außerdem, zudem, AAA-Titel kriegen ja meistens mehr Hate ab als so kleine Indie-Titel, ne? Oh, ne, hier geht's zum Strand. Das heißt, da finden sich mehr Leute, die dem eine negative Bewertung geben, als jetzt bei so einem Spiel. Weil auf so ein Spiel wird nur jemand aufmerksam, der halt wirklich auch Interesse daran hat. Was extrem viele Leute sind, weil es einfach einen riesengroßen Markt abdeckt und viele Nischen. Guck mal, wir könnten hier unsere Pickaxe noch besser machen. Wir hätten sogar die 5000, aber die 5000 lassen wir uns für die Seeds. In 2 Tagen werden wir uns ganz viele neue Seeds kaufen müssen. Und daher hatten wir hier irgendwas noch? Ah, das habe ich alles noch, naja. Ich glaube, wir hatten noch was, aber das haben wir alles in der Kiste gelassen. So, die Axt haben wir abgeholt. Das heißt, wir haben jetzt eine bessere Axt. Jetzt müssen wir Grass Starter kaufen. Und was war das dritte, was ich gesagt habe? Das habe ich natürlich wieder vergessen. Hallo Bräuler. Und Warrior, guten Tag. Farming Level 10, nice. Ich bin bei 6 jetzt gerade. Hallo Apple, willkommen. Warte mal, was? Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass hier schon... Ah, ich muss weiter nach Norden. Glaube ich. Nee, ich bin doch schon da. Ist hier im Norden von der... Ja. Schnell, 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 schnell. So, welcome to Piers, hallo. Und dann hätte ich gerne einmal Grass da. Ich würde sagen, ich hole mir mal so 5. Ich weiß halt nicht, wie viel ich davon brauche und wie das funktioniert mit den Grass-Startern. Werden wir sehen. Ich hole mir erstmal 5, damit wir das austesten können. Wie lange zocke ich das heute schon? 5,5 Stunden. Also nicht wirklich lange. Heißpliff. Nee, heute nicht. Ich habe mich erst für Donnerstag quasi da verabredet und muss dann halt am Mittwoch mal kurz dahin. Aber musste ich heute dann doch nicht. Das heißt, heute und morgen. Shuzo, slash uptime, wenn du BTTV installiert hast, gibt dir die Info. Aber dafür musst du Better Twitch TV haben. So, dann das. Und jetzt machen wir mal hier, ne? Starter heißt, dass das dann von alleine weiter wächst? Oder wie darf ich das verstehen? Ausprobieren. Ausprobieren, ausprobieren. Ich verteile es einfach mal. Und dann werden wir das ja sehen. Vielleicht gießen. Bringt vielleicht was. Voll machen. Ich find's lustig, wenn dieser Tümpel irgendwann leer ist. Ne, ich glaube, das bringt nichts. Ich gieße es trotzdem. Wer weiß. Steam. Genau. Wie viele Tage hat ein Jahr? Jetzt in dem Spiel hier? 4 Monate. Ah, 28 Tage. Also 16 Wochen. Dafür dein Bot, der so vieles kann. Ja. Ich habe einen Bot, der die Grundsachen abdeckt. Auch wenn ich schon lange daran arbeiten wollte, mir endlich mal den Deep Bot zu besorgen. Aber, ja. Immer wenn ich daran denke, denke ich auch, könntest du auch streamen. Ja, jetzt habe ich leider nur 3 Heu.
Was machen wir denn jetzt? Ist halt die Frage, ob ihr weiter wächst. Hier. Ja, willkommen in der alternativen Dimension. Dein Burger hat dich durch ein schwarzes Loch geführt. Der Burger war so gut, du wurdest direkt in eine andere Dimension geballert. So, hallo? Ach, Pilze. Wie häufig wachsen wohl die Pilze? Der Seedmaker? Keine Ahnung. Kenn ich gar nicht. Der sieht ja lecker aus. Morell. Ach, warte mal. Ist das dann Morelle auf Deutsch? Weil Schattenmorellen sind ja eigentlich Kirschen. Aber Morel? Chanterelle, das sieht aus wie ein Steinpilz. Und die. Kann ich wohl auch einen Moment. Bei dem Frühlingsfest. Ich habe übrigens noch gar nicht gegossen heute. Toller Farmer bin ich. Bei dem Frühlingsfest hätte ich da jetzt auch einfach einen Fliegenpilz in die Suppe gießen können? Wow. Was wäre dann wohl passiert? Ich glaube, ich muss da mal so ein Safe anstellen nächstes Jahr und das mal ausprobieren, was dann wohl passiert. Morchel. Ah, Morchel. Okay. Ja, das macht Sinn. Bin jetzt nicht so pilzaffin. Muss ich zugeben. Geht zwar ab und an, mittlerweile nicht mehr so häufig, aber im Herbst mit meinem Papa in den Wald Pilze sammeln. Ist ja polnischer Volkssport, ne? Aber wird morgen das Wetter. Am letzten Tag des Sommers. Clear and sunny tomorrow. Perfect weather for the dance of... Oh, morgen ist ein Fest. Habe ich keine Post bekommen, die mich daran erinnert? Zwischen 10 und 12. Also 10 Uhr morgens und 12 Uhr abends, nachts. Aber ich habe immer noch niemanden, der mit mir tanzen möchte. Nein, an Pilzen sollte man von mir tatsächlich nicht annehmen. Dann lassen wir von jedem Pilz mal ein. Die anderen können wir wegwerfen. Ach, wegwerfen. Verkaufen. Nicht wegschmeißen, nur verkaufen. Yes, please. Kringel, König Tübingen und Korsu, vielen Dank für eure Follows und willkommen. Goldsternpilz. Ja, wenn ich einen finde, dann einen goldenen Fliegenpilz, dann schmeiße ich den natürlich da rein. Dear Slab, I saw an article about you in the local paper. It sounds like the country life is a good fit for you. I'm so proud of you. Take care, sweetie. Love, Mom. Danke, Mama. Oh. Meine Mama hat uns in einer Zeitschrift über uns gelesen. At around 10 o'clock p.m. a rare and beautiful event will take place. Ach, 10 o'clock p.m. Das ist 10 Uhr abends. Ah, okay. Moonlight jellies will be passing the Pelican Town on the long journey south for the winter. We are gathering at the beach to watch. Ach, auf dem Strand. Okay. You don't want to miss this. Alles klar. Also ab 10 Uhr abends ist das Mond. Müsste eigentlich Glühwürmchenfest sein dann, ne? So, haben wir noch ein bisschen Mais. Die Chilis haben leider nichts mehr getragen, das heißt, von denen können wir uns verabschieden. Gehe ich mal von aus. Der Hopfen, denke ich, dann auch. Den haben wir nochmal abgeerntet. Der Mais wird, soweit ihr das gesagt habt, ja noch bestehen bleiben. Von daher, erstmal gießen. Nein, erstmal Hühner rauslassen. Du bist reich. Ja, GG. So, eins von den Hühnern ist auf jeden Fall angepisst. Das ist auf jeden Fall nicht Klacko. Ja, sie ist angepisst. Kein Heu. Du hast mir kein Heu gegeben, Penner. Sorry. Sorry, sorry.
Ist natürlich ein bisschen schwierig. Bei so wenig Gras hier. Wir brauchen mehr, es muss sich verteilen. Ich weiß noch nicht, wie ich das irgendwie vermehren kann. Oder ich muss halt für 50, aber es sind ja 200 Gold pro Tag an Heu, das ich kaufen muss. Ist ja ein bisschen viel. Eieiei. Quallenfest. Was? Achso, Quallen. Ach, Jellies. Ach, Moon. Okay. Mein Gott. Als ich Dark Souls 2 gestreamt habe. Ja, halbwegs. Halbwegs. Heute durch die Mithilfe von zwei anderen Mitstreamern, von daher. Aber danke, König Tübingen. Danke, danke. Dann wirst du dich bestimmt freuen, dass ich bald im April Dark Souls 3 streamen werde. Hoffe ich, zumindest. Ja, ja, eben, Auda. Müsste ich mal fragen. Dann müsste ich aber erstmal in den Park gehen. Mach das, Teutchen. Bis später. Und danke fürs Einschalten. Könnte ich in der Stadt... Ja, hab ich ja, Zalandor. Und hi, hab ich ja. Aber das habe ich halt hier angepflanzt, aber das ist halt ein so ein kleiner Patch. Das bringt mir ja nichts. Das muss ja erstmal hier überwuchern und überall wachsen, bis ich vernünftig halt Heu daraus holen kann. Das kann ich jetzt kaputt machen, aber das kostet halt 100 G für ein so ein Ding. Das ist ja, ne, da kaufe ich mir lieber Heu bei der... ich habe ihren Namen vergessen, schon wieder. So häufig. So, Tomate haben wir, glaube ich, noch nicht in unserer Sammlung. Nope. Von daher da rein. Super. Was können wir denn so craften? Craften. Ach ja, die Preserves Jars. Turns vegetables into pickles and fruit into jam. Ah. Das heißt, wenn wir Gurken anbauen können, können wir daraus Gewürzgurken machen. Und Früchte natürlich dann zu Jam. Also Gelee. Mayonnaise-Maschine haben wir. Turns milk into cheese. Das bringt mir noch nichts, weil ich ja noch gar keinen Stall habe. Außerdem brauche ich dafür 10 Hardwood und ich habe momentan noch keine Ahnung, wo ich Hardwood herbekomme. Der Quality, ja. Sprinkler. Refined Quartz kriege ich ja wahrscheinlich auch in dem Ofen, ne? In dem ich 5 Quartz da reinwerfe, könnte ich mir vorstellen. Sonst haben wir hier noch irgendwas. Ach, das Live-Elixier. Ach, dafür brauche ich die Mushrooms. Ah, okay. Naja, gut. So, was wollte ich noch machen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Fest anfängt. Abernten. Naja. Lassen wir es einfach verwelken, würde ich sagen. Ach ja, Bienen. Stimmt. Bienen. Aber dafür brauche ich einen Iron Bar. Ich habe noch nicht genug Eisen. Ich habe ja erst nur ein Eisenerz gefunden, glaube ich, ne? Ach, hier. Deswegen, ich habe noch gar kein Eisen und dafür jetzt das zu kaufen. Was macht denn das Beehouse? Place outside and wait for delicious honey. Except in winter. Okay. Honig. Aber ohne Eisen. Ich probiere mal meine Axt aus. Vielleicht kann die ja was. Mal gucken. Naja, jetzt wirklich viel schneller ist sie nicht, ne? Kann die das dann wenigstens wegmachen? Ah, wir können die hier wegmachen. Okay, dann hat es sich vielleicht doch gelohnt. Und daraus kriegen wir Hardwood. Okay, dann verstehe ich das. Dann freu dich mal auf Mine NG Plus. Genau. Hallo, Herr
Big Star Bomber, willkommen. Gut läuft's. Und hallo Farabo, dankeschön. Danke, danke. Moment, B-Boy Blizzard und QDCN. Vielen Dank für eure Follows. Und hi. Komisch, dass man für ein Honighaus Eisen braucht, finde ich auch. Oh, sehr gut, dann kriegen wir jetzt jede Menge Hardwood. Und das können wir wiederum in richtig gute andere Sachen stecken. Boah, das gefällt mir gut. Lass uns erstmal die hier wegmachen. Damit hier das Gras ein bisschen besser wachsen kann. Überhaupt muss ich hier mal alles, glaube ich, an Holz wegmachen. Oh, ich habe nicht so viel Energie. Ja, dann haben wir ja die nächsten Tage was zu tun. Hier das ganze Hardwood rausholen. Zumindest um unsere Farm herum. Weil... Oh. Hier soll Gras wachsen. Lass hier einfach mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Sorry, das wollte ich nicht. Ups. Weg damit. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich kaum noch Energie. Boah, sehr gut. So einfach ist es, an Hardwood zu kommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Okay, hierhin Hardwood auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt 17. Holz und Ahorn. Kommt weg. Mit Honig wird deine Pisten gebaut. So sieht's aus. Jede Menge Hardwood. So sieht's aus. Das freut mich. B-Boy Blizzard. Das freut mich. Das höre ich doch gerne. Haben wir jetzt Steine? Dann können wir den Weg nämlich noch ein bisschen ausbauen. Zumindest hier unten. Obwohl, wenn hier unten erstmal Gras wachsen soll, dann sollten wir das vielleicht hier noch nicht erweitern, ne? Egal, wir werden die Felder ja eh neu anlegen müssen. Ich habe halt überlegt, von 6x6, was wir jetzt haben, auf was Ungerades zu kommen. Damit's halt, weil das sieht jetzt momentan noch nicht so schön aus. Weil die, obwohl, Moment, ich habe hier 6x7. Achso, hier habe ich 6x7. Dann könnten wir den Weg einen schmaler machen, weil an den Feldern vorbei kann ja ein Weg sein. Ne? Und dann würde ich das vielleicht schon mal vorplanen für morgen. Das können wir ja, wir haben ja noch Zeit. Dann können wir ja noch ein bisschen hier das wegmachen. Schon wieder Train. Hm. Aber bis ich da bin, habe ich es wieder verpasst. Und dann würde ich halt hier Weg machen. Ach, hier würde ich dann Feld machen. Bis hier unten. Und dann würde ich, weil morgen sind ja sowieso alles verwelkt, fast alles, würde ich dann die Vogelscheuche einen höher setzen. Genau. Und dann stehen die nämlich auf der gleichen Seite. So. Ich glaube, das ist gut. Wunderbar. Und ich glaube, im Herbst... Na, eigentlich im Winter. Aber ich würde eigentlich auch schon gerne im Herbst ein bisschen mehr Minen gehen. Damit wir ein bisschen besser an so Eisen und so ein Zeug kommen. Ja. Okay, jetzt habe ich leider keine Energie mehr. Und nichts mehr zu essen. Von daher, wie spät ist es? 5.10 Uhr noch. Wir haben noch 5 Stunden. Hallo Sashim. Guten Tag. Mina Ayana und Maurice Belkai. Vielen Dank für eure Follows und willkommen. Früh anfangen mit Bienen. Ihr redet jetzt über Minecraft, ne? Nicht über das Spiel hier. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Aufpäppeln, Rodi. Und danke fürs Einschalten. Bis morgen oder so. So. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich habe keine Energie mehr, ist das Problem. Wir könnten irgendwo noch gucken, ob wir irgendwo ein bisschen Gras finden. Das Problem ist, Gras wächst halt nur hier bei uns, ne? Sonst kann ich es nirgendwo kaputt hauen. Hier zwischen den Bäumen. Aber hier ist so dicht. Nee.
komme ich gar nicht dran vorbei. Verdammt. Aber ich habe immer noch kein Heu für die... Wow, eins. Wow, wow, wow. Immer noch kein Heu für die Hühner. Für die Nacht. Die werden sonst echt sauer auf mich.